Moin, herzlich willkommen bei VP Uniflotte. Ich bin Frank Schmalowski. Speicher für Balkonkraftwerke ist im Moment ein angesagtes Thema. Der Markt ist aber recht unübersichtlich. Ich habe ein Gerät gefunden, was mich ziemlich überzeugt hat von Bolt Power. Das möchte ich euch vorstellen. Bleibt dran, weiter geht's nach dem Intro. Fangen wir erstmal mit den Markennamen an. Ich bezeichne den Speicher hier als Bolt Power und euch wird er eher als Sunlit bekannt sein. Ist beides dasselbe. Bolt Power ist aber die Fachhandelsmarke, also die vom Elektriker verkauft wird, während Sunlit die Endkundenmarke ist für jemanden, der alles selbst kann. Wir kommen aber in Bereiche rein, wo du auch an der Hauptverteilung bauen musst und solche Sachen, und das sollte man schon den Elektriker überlassen. Deswegen Bolt Power als Fachhandelsmarke. Das macht durchaus Sinn, während die App und alle weiteren Geschichten als Sunlit bezeichnet werden. Ja, schauen wir uns erstmal das Spektrum an. Wir haben auf der rechten Seite die Batterietürme oder den Batterieturm, oben den Kopfspeicher. Da gehen wir auch nochmal näher drauf ein. Und da kann man bis zu 3 Erweiterungsspeicher anschließen. Macht insgesamt in Summe fast, oder etwas mehr als 9 Kilowattstunden. Das ist schon eine ganze Menge für so ein Balkonkraftwerkspeicher, aber in der Form auch zu groß. Warum, erzähle ich euch noch. Als Wechselrichter können angeschlossen werden. Einmal Daye-Wechselrichter oder ab einem gewissen Hardwarestand die AP-Systems-Wechselrichter, dann ein Shelly Pro 3EM, um den Hausverbrauch zu erfassen, und der Rest an Kabel- und Balkonhalterung, das ist dann recht individuell. Schauen wir uns erstmal den Aufbau eines normalen Balkonkraftwerks an. Das hatte ich ja schon mal in einem Video gezeigt. Was ich hier jetzt habe, sind Astronergy-Module mit 430 Watt und 108 Halbzellen und ein AP-Systems EZ1-Wechselrichter mit 800 Watt Ausgangsleistung. Das hier ist dann ein Balkonkraftwerk, was heute so noch nicht erlaubt ist, also Stand Anfang Mai 2024. Was mit dem Solarpaket 1, was jetzt demnächst verabschiedet wird, oder es ist schon verabschiedet, aber es muss nur noch in Kraft gesetzt werden, dann ist das so erlaubt, das zu bauen. Deswegen nehmen wir das mal einfach heute schon als Stand der Dinge hin. Also 800 Watt ist das, was erlaubt ist. Wenn ich nun einen Speicher dazwischen setzen möchte, das wäre dann jetzt hier der sogenannte Kopfspeicher. Kopfspeicher deswegen, weil der sitzt oben drauf und hat die Elektronik drin. Und die Erweiterungsspeicher kommen dann da unter. Wir haben jetzt hier 2 Module angeschlossen. Der Speicher hat 2 MPP-Tracker drin mit maximal 1600 Watt, beides zusammen. Und ja, wenn man dann auf den AP-Systems-Wechselrichter geht, belegt man auch beide Eingänge, so dass man jetzt sagen kann, wir haben unser Balkonkraftwerk einfach mit einem Speicher erweitert. Soweit, so simpel. Und nun haben wir ja 1600 Watt im Eingang, was der Speicher ermöglicht. Da können wir natürlich dann noch 4 Module anschließen. Ja, soweit erstmal okay, ist auch kein Problem. Man muss aber auf ein paar Dinge achten. Die maximale Eingangsspannung des Speichers auf dem MPP-Tracker ist 80 Volt. Habe ich ein normales 60-Zeller-Modul oder 120 Halbzellen oder überschreite ich die 80 Volt, wenn ich die Module in Reihe schalte? Wenn ich aber 108 Halbzellen habe oder 54 ganze Zellen, dann überschreite ich die 40 Volt nicht und ich kann 2 Module in Reihe schalten. Hier in diesem Fall komme ich dann auf 860 Watt pro Eingang. Das kann man dann so tolerieren. Insgesamt sind wir dann bei 1700 Watt in Eingang. Das ist schon noch okay, gerade eben. Und ich habe dann die Eingangsleistung maximal ausgeschöpft. Als Ausgang habe ich jetzt immer noch einen
AP Systems 800 Watt Wechselrichter da dran. Das Thema ist dann jetzt natürlich, wenn die Sonne scheint und ich kriege 1700 Watt vom Dach runter, bringe ich nur 800 Watt ins Netz, wenn der Speicher voll ist, oder ich lade erstmal den Speicher und nutze die Bypass-Funktion, die der Speicher auch bietet. Um jetzt die Ausgangsleistung möglichst gut auszuschöpfen, kann ich auch noch einen zweiten Wechselrichter dazu bauen. Das Gerät hat zwei Ausgänge und damit kriege ich dann zweimal 800 Watt hier angeschlossen mit den standardmäßigen Balkonkraftwerken. Die Ausgangsleistung beträgt maximal 1920 Watt, aber ich denke mal, mit 1600 Watt Ausgangsleistung sind wir schon gut bedient, so dass ich hier jetzt komplett die Leistung der PV-Module auch ins Netz schicken kann, wenn der Speicher voll ist oder er abgeschaltet ist. Das wäre jetzt eine Geschichte, die allerdings kein Balkonkraftwerk mehr ist, auch weder vor dem Solarpaket noch nach dem Solarpaket. Ich habe hier jetzt 1600 Watt Leistung am Ausgang. Balkonkraftwerke beschränken sich auf 800 Watt. Was ich aber machen kann, ist das hier als normale PV-Anlage mit Speicher anmelden. Das ist auch kein Problem. Dann habe ich hier die ganze Geschichte mit maximaler Ausnutzung. Weil wir hier ja auch mit Bolt Power von einem Fachhandelsprodukt sprechen, macht das auch durchaus Sinn, den Elektriker zu beauftragen, das anzumelden. Das kann auch nur ein Elektriker. Und wenn wir später die Leistungsmessung am Zähler noch anschließen, dann wird das sowieso eine Sache für den Elektriker. Jetzt habe ich hier noch einen Erweiterungsspeicher hinzugefügt. Wie gesagt, kann ich das bis zu drei Stück machen. Dann habe ich hier jetzt eine Speicherkapazität von 4,3 Kilowattstunden, habe einen zusätzlichen MPP-Eingang, auch der dann 800 Watt nochmal zulässt, so dass ich maximal 2400 Watt anschließen kann auf der Ausgangsseite. Eingangsseite, Ausgang bleibt dann bei 1920 Watt. Die maximale Konfiguration für eine Steckersolaranlage oder Balkonkraftwerk sieht dann so aus. Wir haben hier die vier Module. Wir dürfen ja bis zu 2000 Watt auf der Eingangsseite haben. Wir könnten sogar noch ein fünftes Modul anschließen an dem Erweiterungsspeicher. Wenn ich dann jeweils fünf Module à 400 Watt habe, dann habe ich exakt die 2000 Watt. Und mehr darf ich dann in der offiziellen Version noch nicht anschließen. Ausgangsseitig bleibt es dann bei den AP Systems Wechselrichter mit 800 Watt oder ein Daiye Wechselrichter 800 Watt. Das wäre dann die optimale Variante. Und dann habe ich hier oben noch ein Shelly Pro 3EM dazugefügt. Das ist ein Smart Meter, der mit dem Speicher kommuniziert. Denn wir haben ja immer das Problem bei Speichern, wenn ich das so nutzen möchte, dass der Speicher überhaupt nicht weiß, was ich im Haus verbrauche. Das heißt, er würde einfach mit einem fest eingestellten Wert einspeisen. Der wäre aber fast nie richtig, weil das ist dann immer entweder zu viel oder zu wenig. Im schlechtesten Fall speise ich dann meinen Solarstrom ins Netz ein und bekomme nichts dafür beim Balkonkraftwerk. Im schlechtesten Fall, oder im besten Fall decke ich nicht den Bedarf mit dem eingestellten Strom, sondern ich kriege den Speicher vielleicht nicht leer, weil ich zu wenig abgebe. Das verhindert so ein Smart Meter. Das Smart Meter sagt dann ganz einfach, ich versuche den Stromfluss am Zähler vom Netzbetreiber auf Null zu bringen. Das heißt, wenn ich zu viel Strom im Netz habe, sehe ich erst, also im Hausnetz habe, sehe ich erstmal zu, dass der Eigenverbrauch gedeckt wird. Und wenn ich den Strom aus dem Netz ziehen würde, also aus dem öffentlichen Netz, dann versucht der
Speicher gegenzusteuern und gibt so viel Strom ab, dass eigentlich an der Stelle der Stromfluss null sein sollte. Und das macht er dann so lange, bis der Speicher leer ist und alles ins Hausnetz reinfließt. Das ist der Idealzustand und den man mit diesem System tatsächlich auch erreichen kann. Wir müssen hier aber aufpassen, bevor wir jetzt loslaufen und alles Mögliche beschaffen. Es gibt hier noch bei den Bolt Power Sunlit Speicher ein Thema mit den Wechselrichtern. Es gibt eine Hardware-Version 1.0, die habe ich, und es gibt eine Hardware-Version 1.5, die habe ich nicht. Der AP Systems Wechselrichter funktioniert erst ab der Hardware-Version 1.5, sonst kriegt man diese Fehlermeldung. Also ich musste jetzt meine Sachen umrüsten auf Daje-Wechselrichter, weil das war jetzt zu kompliziert, nochmal den Speicher zu tauschen. Aber das geht mit Daje-Wechselrichtern genauso wie mit AP Systems. Man musste nur die Hardware-Version 1.5 haben. Das steht leider nicht auf dem Karton oder sonst wo drauf, sondern das Ganze, ja, erfährt man dann, wenn man es ausgepackt hat. Es ist aber so, dass alles, was jetzt neu geliefert wird, die Version 1.5 definitiv ist. Das betrifft dann nur Geräte, die als erstes ausgeliefert worden sind. Also alles, was ab Mai 24 geliefert wird, ist Version 1.5. Dann schauen wir uns auch mal das Datenblatt an für die Speicher. Da haben wir dann erstmal den Kopfspeicher. Das ist der BK215. Der wiegt etwas über 30 Kilogramm. Die Abmessungen, ja, die könnt ihr dem selber entnehmen oder auch aus den Videos. Und die, ja, Speicherkapazität ist dann 2150 Wattstunden bzw. 2,15 Kilowattstunden. Er ist ausgerüstet mit Wi-Fi und Bluetooth. Das funktioniert auch beides prima. Das hatte ich schon probiert. Und ja, damit kann man dann schon mal starten. Da gehört dann noch eine Basis dazu, also ein Fuß, der wird auch mitgeliefert. Den muss man auch haben, um die Schutzart IP65 zu erreichen. Ja, dann könnte man ihn theoretisch draußen hinstellen, macht mir aber auch keiner. Ja, dann haben wir den Erweiterungsspeicher, der nennt sich den B215 und der wiegt etwas weniger mit 31 Kilo. Abmessungen sind weitgehend identisch, Speicherkapazität ist auch identisch und damit kann man das Ganze dann schon, ja, mit 4,3 Kilowattstunden betreiben. Gucken wir uns die Ausgangsspezifikationen an. Das heißt, er hat zwei Ausgänge, also der Kopfspeicher und zwischen 33 und 42 Volt, maximal 1920 Watt. Gut, damit könnte ich schon dann zwei 800 Watt Wechselrichter betreiben, aber wie gesagt, dann muss ich die Anmeldeanlage auch anmelden. Eingangsseitig wird das dann noch mal etwas interessanter. Hier haben wir dann die Spannung von 10 Volt bis 80 Volt, maximal 20 Ampere. Also das heißt, ja, entweder ein 60-Zeller-Modul, das dann in der Leerlaufspannung irgendwo bei 43, 44 Volt liegt, oder zwei 54-Zeller oder 108,5-Zeller-Module, die dann jeweils unter 40 Volt im Leerlauf liegen. Die Speichererweiterung, da habe ich dann den dritten MPP-Tracker drin, eben um an die 2000 Watt auch komplett ranzukommen. Kommen wir zu den Spezifikationen allgemein zum Speicher. Er ist Lithium-Eisenphosphat. Lithium-Eisenphosphat heißt, da ist kein Kobalt drin und er brennt so gut wie gar nicht. Also man hat da schon Schwierigkeiten, den überhaupt zum Brennen zu bekommen, wenn von außen Hitze zugeführt wird. Aber ich sag mal so, im Prinzip kriegst du alles zum Brennen, sogar Beton. Schutz gegen Überhitzung, auch Überspannungsschutz, Überstromschutz, Tiefentladeschutz, Überlastungsschutz, Niedertemperaturschutz, der hat also auch eine Heizung drin und
Ja, dann hat er noch Fehler, Ausfallschutz, Kurzschlussschutz und so weiter. Das ist aber auch etwas, was bei Speichern heute erwartet wird. Die Zyklenlebensdauer bei Lithium-Ionen sprechen wir von zwei Lebensdauern. Einmal die Zyklenlebensdauer und einmal die kalendarische Lebensdauer. Kalendarische Lebensdauer liegt denn irgendwo theoretisch bei 20 Jahren bei den Lithium-Ionen-Speichern. Und die Zyklenlebensdauer, die ist dann etwas individueller. Wir haben hier 3000 plus und dann steht da also 3000 Zyklen. Wir gehen eigentlich immer davon aus, dass du in Deutschland 200 Zyklen pro Jahr schaffst. Das heißt also 15 mal 200, da wären wir dann bei 3000, also 15 Jahre Zyklenlebensdauer bei 80%. Das bedeutet, die Restkapazität des Speichers ist noch 80% in dem Fall. Andere Hersteller sagen dann 70% und haben dann 5000 Zyklen oder irgend sowas. Also das ist noch nicht genormt. Da gibt es immer noch so ein bisschen schwankende Begriffe. Ja, das war es eigentlich dazu. Die Temperaturbereiche noch kurz, minus 20 bis 40 Grad Entladetemperatur, also das ist etwas, was man auch in die Garage stellen kann. Ladetemperatur genauso minus 20 bis plus 40 Grad. Also von daher schon dafür geeignet, in nicht beheizten Räumen aufzustellen. Das ist bei den meisten anderen Speichern nicht der Fall. Die musst du schon irgendwo da einstellen, wo es beheizt ist. Diesen hier könnte man auch wegen IP65 minus 20 Grad irgendwo auf dem Balkon im Freien hinstellen oder auf der Terrasse. Ja, Luftfeuchtigkeitsbereich und Nutzungshöhe, das sind bis 2000 Meter, ist auch normal. Wird in Deutschland ja auch schon etwas schwierig, da auf diese Höhe zu kommen. Aber soweit alle Parameter im grünen Bereich. Ja, das war's denn auch schon. Für dieses Video. Das gibt natürlich noch weitere Folgen, wie ich ihn aufbaue, wie ich ihn anschließe, wie ich ihn in Betrieb nehme und wieso die Ergebnisse sind. Er läuft schon ein paar Tage bei mir. Ich muss jetzt nur noch die Videos nachholen und warte noch auf einen Teil für den Daiei-Wechselrichter, aber dazu erzähle ich euch dann später mehr. Bis dahin erstmal vielen Dank fürs Zuschauen. Ich würde mich über einen Daumen hoch oder ein Abo freuen und mich freuen, auch freuen, wenn ihr mal wieder reinguckt auf ein neues Video bei VP Uniflat.